Supermarket Simulator. Rein da, oder? Endlich mal reingucken. Was kann denn das Game? Lohnt es sich? Geht da schon ein bisschen was? Ist ja noch im Early Access, aber doch schon gut. Also, rein da. Willkommen beim Supermarket Simulator. Rein da, was haben wir denn? Kleinen Laden, entwickelst dich, großartigen Supermarkt, kaufe zunächst Waren ein, verkaufe, stelle sie in Regale, Preise gewinnt, bla 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 bla. Ist ja klar, wie man das halt immer so macht. Erstmal Tutorial und alles skippen. Oha, 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 guck mal hier. Bisschen sehr bunt, aber nicht schlecht. Hoppala. Mit Autos und allem, wo sind wir denn hier? Wait a minute, können wir hier rumrennen? Erstmal direkt hier überall rumrennen. Kann ich hier auch ein bisschen Trash verkaufen? Ja, lol. Hier ist ja eine richtige City. Das gucken wir uns aber nochmal an. Hier ist ja eine richtige City. Hier geht ja noch einiges. Supermarkt, ja. Oh, und hier ist Lager. Okay. Ah, okay. Gesperrt noch. Okay. Also, das ist unser kleiner Supermarkt. Wir gucken natürlich als erstes mal rein, was wir hier haben. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke. Aber sollte eigentlich. Was will er denn? Markt, Bank, Verwaltung. Lizenzen, Produktlizenz. Produktlizenzen, wir bekommen, wir... Ne. Rechnungen, Wachstum, Abschnitte. Kaufen Sie diesen Abschnitt, um Ihren Supermarkt zu erweitern. Ah, was steht hier? 4x4. 4x4, nächstes auch, nächstes auch, nächstes auch, nächstes auch, nächstes auch. Nächstes auch, nächstes auch, nächstes auch. Okay, es gibt 23 Abschnitte. Das kostet dann irgendwann 160.000. 4x4, ist das hier 4x4? Maybe, oder? Okay, wow, krass. Wachstum einstellen. Ah, Personal, Kassierer. Lager kann man kaufen. Anpassung kommt bald. Ja, ist ja noch Early Access. Rechnung haben wir gerade nicht. Lizenzen, das macht mich ja stutzig. Produktlizenzen. Wasserflaschen. Käse. Schwarzer Kaffee. Benötigt Supermarkt Level 3. Oh. Oh, es ist auch noch levelabhängig. Hier hinten kommen dann Krabbensticks. Krabbensticks und Mayonnaise. Und Pizzakäse und so weiter, Alter. Und Reis und Pfeffer und Kartoffelpüree. Aha. Was kommt hier unten noch? Und Bier, Blond Ale, Parmesan. Alter, das wird ja noch richtig viel. Buch, 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 Bücher? Reiniger, Geschirrspüler, Weichspüler. Hammer. Eis und Pizza, Vanilleeis. Streichrahmen? What? Get up! Und das muss man alles erstmal freispielen. Okay, okay, okay. Lizenzen. So, wo und wie und Verwaltung, Bank, Bank? Brauchen wir Bank? Brauchen wir einen Kredit? Nee, ne? Wir haben 50 Tacken, Alter. Wir fangen erstmal schön basic an. Apropos, wenn du meinst, das wäre was für ein Stream, schreib mal unten in die Kommentare. Ob das was wäre? Und wenn du meinst, jo, Alten, mach mal im Stream. Schreib mal rein, Alten. Mach mal im Stream. Mal gucken. Dann kann man auch mal reingucken, wa? Ob das was wäre. Wir fangen mal an. Wir haben, das sind unsere Produkte. Mehr haben wir gerade nicht. Das sind die Basics. Das sind die Produkte, die wir haben. Wir haben 50 Dollar. Und ich nehme mal von jedem eins. Wenn ich das kann, kann ich gar nicht. Oh, wait. Das kostet schon 35.
Das kostet 7. Wir fangen mal an mit Nudeln. 2 Päckchen Nudeln. Boah, ein bisschen Toastbrot. Da sind wir schon bei. Uiuiui. Was haben wir hier? Mehl? Puderzucker? Wer braucht denn Puderzucker? Das kostet 35, das kostet 18. Öl. Da bin ich schon drüber. Kann ich das machen hier? Ja, ich muss das Öl schon wieder rausnehmen. Zack, gelöscht. So, kaufen. Haben wir noch 11 Mark 50 über. 11 Dollar. Ach, guck mal. Ach, lol, ey. Ich habe den Lieferanten gar nicht gesehen. Ah, okay. Oh, okay, und steht einfach schön mit so einem Aufkleber drauf. Kann ich es auch... Es öffnet sich direkt einfach mit der linken Maustaste. Ja, wie denn jetzt? Ich hab gar nicht so viel. Ich baller das jetzt einfach irgendwo rein, wa? Mehl. Okay, das ist cool. Ah, okay. Und da ist die Mülltonne. Danke. Nächstes Dingen. Brot. Dann machen wir erstmal die Backwaren hier so hin. Exzellent. Was haben wir noch? Mehl, Backwaren. Was war das hier? Ah, Penne. Nudels machen wir auch dahin. Alter, alles, was du brauchst. Zack, und nochmal Nudels. Ja, komm, Nudeln gehen immer. Passen die da drunter? Ja, passen noch. Perfekt. So, ausgepackt. Das ist ja ein Ding, ne? Das ist ja ein Ding. So, was müssen wir machen? Was haben wir denn jetzt hier? Der Marktpreis beträgt 3,71. Das heißt also, wenn wir das Ganze auf... ...4,71 machen, gehen wir einfach mal einen Ocken drüber. Machen wir 3 noch was Profit. Wir testen erstmal. Man muss ja die Preise auch erstmal testen. Marktpreis 3,95. Kann ich das anklicken? Kann ich. 4,99. Alles klar. Und die Nudels unten 3 noch was. Und ich mache sie auf 4 noch was. Oh, das ist aber schon teuer. Egal, wir testen erstmal. Oder soll ich einfach auf Marktpreis machen? Nö, wir sind so eine kleine Pommesbude. Hier so eine kleine Klitsche. Oh, open. LOL, wo kommt er her? Moinsen, Alden. Ah, muss ich Lichter machen? Ja, moin. So, was jetzt? Oh, cool. Ja, danke. Ja, lol, was geht denn ab? Was geht denn ab? Moment. 2 Cent kriegt er zurück. Muss ich ihm das noch geben? Drücke Space, um Vorgang abzuschließen. Ah, okay. Erster Kunde. Yeah. Schönen guten Tag. Ein paar Nudeln. Hm? Nudel zu teuer. Okay, ich muss den Preis von den Nudeln ändern. Nee, mit Kartenzahlung? Was soll ich... Ach, hier unten steht's. Oh, war ein Glück. 4,99. Mehl. Danke. Geben. 0. Okay, der hat direkt passend gegeben. Oh, wait. Sie hat einfach jetzt gekauft. Hat sie Nudeln? Sie hat gekauft. Siehst du? Selbst zu dem teuren Preis. Ihr ist das wurscht. 8. Kann ich so durchdrücken? Nee, kann ich nicht. Muss tatsächlich Komma schreiben. Perfekt. Wie komme ich denn hier weg? Escape drücken. Ah, ich komme hier weg. Müsste ich vielleicht mal eben den Preis von den Nudeln anpassen. Machen wir mal 4,50. Alles klar. Bisschen günstiger. Moinsen! Dankeschön! 20 Cent. Was? Was wollte er? 25? Nee, das waren 10, 20, 25, 4. Passt. Ah, komm, einen noch. Ui. Jetzt ernten nur die Nudeln. Alter, die kaufen Nudeln.
für 4,99 auf EC-Karte. Mach ich auch. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist denn das zu teuer? Bin ich zu teuer? Mehl haben wir schon gekauft. Schönen guten Tag. Wir haben Backwaren, Nudeln. War die Nudel nicht zu teuer? War ihr alles andere zu teuer? Das ist ein bisschen ein Deckenjob gerade. Ich sage dir, ich bin der Backwarenhändler. Oder noch nicht mal. Das sind einfach nur Teigwaren im Großen und Ganzen. Mehl, Sandwich. Einfach nur Sandwichbrot. Ja, moin. Was ist hier heute los, Alter? Zack. Zack, eingepackt. Jawohl. Ein Sandwich. Piep, auf Karte. Was ein Glück. 4,99. Er hat eins Mehl. Cash. Ne. Jetzt muss ich ihm 45 zurückgeben? Das kannst du ja nicht ausdenken. 45? Der wollte doch bloß mal eben wechseln. Alter, wie die alle aussehen hier in dem Laden, ey. Oh, sie kauft mehr. Ja, gönn dir. Perfekt. Und 10, 9 und was wollte sie? 79 zurück. Und 75. Kratsching. Next. Dankeschön. 79 zurück. Schwing. Alter, da lübt aber hier schon, wa? Richtig professioneller. Alter, ob die auch Wein haben? Ob die auch guten Stoff? Bier haben wir ja gerade schon gesehen. Bier hatte ich ja schon gesehen. Und jetzt wäre natürlich cool, wenn ich das hier umsortieren könnte. Mal eben das unten, von unten nach oben. Oh, wait, was hat er gesagt? Ihm war irgendwas zu teuer. Warte mal, ich gehe nochmal dran. Marktpreis ist so viel. Wir machen mal hier 4,25. Und hier auch. Alles klar. Und Nudeln nicht, hat er ja gerade schon gekauft. Ausgezeichnet. Piep, piep, auf Karte, Dankeschön. 9,49 $. Komm, machen wir 9,50 draus. Machen wir glatt, wa? Alter, bei ihr auch hier. 4,25. Kratsching. Läuft. Kassen, Kassierdurchführung. 13 von 25. Wir haben das Doppelte schon fast. Da oben steht. 97 $ haben wir schon. Die Regale sind noch, ich würde sagen, halb gefüllt. Nee, nicht so ganz. Das Mehl geht eigentlich ganz gut. Aber mir fehlt ja noch ganz vieles anderes. Ich habe ja noch nicht mal alles. Aber immerhin sind die Backwaren schon da. Und er gönnt sich. Nudeln. Zu teuer für mich. Drei noch was, komm. 3,25. Gehen wir noch mal ein bisschen runter. Aber dafür hat er zweimal sich lecker Toastbrot geholt, das Hemd, ey. Achso, 50 Cent zurück. Hier. Aus der Rhein. Oh, er gönnt sich richtig hart. Dankeschön. Auf die Golden American Express, Alter. Big Deal. 12,75. Bester Kunde ever bisher. Und sie will einfach wieder Cash und kriegt bekommt 1,50 $ zurück. Danke. Ui. Aber es läuft. Ist schon irgendwie, fühlt sich schon an. Ich sage dir, auch wenn ich nur Nudeln und Mehl verkaufe und die Leute hier irgendwie alle komplett schnieke gestriegelt zum Einkaufen gehen. Alter, was ein Laden, ey. Dankeschön. Auf Karte, selbstverständlich. 8,50. Die Karte ist mir irgendwie am liebsten. Geht das auch so? Ich glaube ja. Ja klar. Eins Mehl auf Karte. 4,25. Schwing. 18 von 25. Da kommt der nächste. Jo, Tatsache. Der Präsident persönlich. Alter, wer ist sie denn hier? Kommen sie auch einkaufen? Tatsache, die kommen hier alle einkaufen.
Nudeln, zu teuer für mich. Ja, ja. Geizhals, ey. Zweimal Mehl. Back dir deine Nudeln. Für sie war das auch zu teuer. Was war für sie zu teuer? Verdammt, habe ich nicht gesehen. Komm mal. Und er kauft sich nur noch die Nudeln, weil mehr gibt es bald nicht. Er gönnt sich direkt zweimal die Nudeln, die besten Nudeln aller Zeiten. 8,50 Kratsching. Ich muss darauf achten, nur gerade Zahlen am Ende zu haben, damit da immer schön, oder ich mache nur gerade Zahlen. Weißt du was, ich mache nur gerade Zahlen. Dann habe ich das ganze Geraffel mit den Kommastellen nicht. So ein Ding ist das. Hier, 4. Fertig. Beste Leben. Das ganze Getippe mit den ganzen Kleingeld aller. Es gibt ihnen einfach nur gerade Summen hier. Da wäre es ja kirre sonst. Guck, für 4 kauft er sich direkt 2. Moinsen. Piep, piep, danke dir. 4 gibt 2 zurück. Siehste. Easy. Dankeschön. 96, are you kidding me? 50, 90. Komm, letztes Päckchen. Wer will das letzte Päckchen? Wir haben noch einmal Nudeln. Nudels. Ich glaube, es ist keiner mehr da. Drücke Enter, um zu beenden. Erster Tag. Supermarktpunkte 115. Wodurch? Zufriedene Kunden. Produkt nicht gefunden. Ah. Produkt zu teuer 7. Okay, das ist negativ. Zu wenig Wechselgeld kam nicht vor. Aber zu viel Wechselgeld auch nicht. Bestellkosten 38. Wir haben aus 38 Ocken ein Gesamtguthaben von 170 gemacht. Fantastisch. Nächster Tag. Heute tägliche Rechnung. Stellt sicher, dass die Rechnung über den Computer bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Oh, okay. Habe ich elektrische Geräte? Ich habe nur Licht. Moment. Was haben wir denn hier? Produkte. Wo waren das jetzt? Anleitung, Schalte. Oh. Okay, ich muss Licht und sowas einschalten. Produkte, Möbel. Regale. Oh, Regale. Gefrierschrank. Ein Saldo, was auch immer das ist. Kühlschrank A. Scheinwerfer, Kühlschrank, Kasse. Kostet 500. Möbel, Produkte. Wait. Ach so. Bankverwaltung. Rechnungen. Habe ich gar nicht. Aber Lizenzen habe ich. Und das, dafür reicht es aber noch nicht. Also heißt in den nächsten Tag reingehen. Der Rechner bleibt einfach so offen. Das ist ja schon gut, ey. In den nächsten Tag rein. Und jetzt mal versuchen, von jedem Produkt zumindest mal eins zu kaufen. Das müsste doch gehen. Wir hatten zweimal die ollen Nudeln, ne? Und die sind, da sind zwei Pakete von weg. Ja gut, von dem anderen weiß ich natürlich nicht. Ich hole mal die Müslis. 1, 2, 3, 4. Okay, 93, um alles einmal zu kaufen. Was ist das? Ach, Puderzucker. 12-mal Öl. Das sind 12-mal und 8-mal drin. Okay, ich nehme nochmal das Brot noch einmal mehr. Ich nehme das Mehl noch einmal mehr. Und ich nehme nochmal mehr die Nudeln. Und es reicht sogar noch für nochmal mehr Müsli. Ich glaube, Puderzucker, wer kauft denn Puderzucker, Alter? 155 wird gekauft jetzt, komm. 10 Artikel gekauft. Ach du Scheiße, jetzt steht das hier. Jetzt steht das hier alles rum. Warte, kann ich das nicht wegwerfen, auf den Boden stellen oder so? Ach du Schande, Puderzucker, komm. Perfekt. Ach du Schande, das ist alles meins. Räum ich gleich weg. Puderzucker, komm, Öl machen wir hier neben. Ist auch erstmal wurscht, Alter. Hier, Schokoflocken. Alter, wunderschön. Das sind die mit den Bären. So, was haben wir hier? Die Nudeln. Die ballern wir hier schön rein.
Oh, ich muss die Preise noch überall machen. Eine Nudelbox extra. Hier sind noch mehr Schokoflocken. Komm direkt daneben. Dann habe ich die schon mal alle hier drin im Regal. Sieht gut aus. Ist schön voll alles. Das Zeug erstmal von der Straße nehmen. Jetzt habe ich das eine über. Wie kriege ich das denn abgestellt? Ach so. Fallen lassen. Schließen. Öffnen. Ich kann es werfen. Aufheben. Perfekt. Perfekt. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Jam. So. Wir haben Toastbrot. Toastbrotman. Pulvertoastman. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Noch mehr Toastbrot. Ich habe ja nicht so viele Artikel, da kann ich erstmal voll klatschen hier. Perfekt. So. Und ich kann das rausschieben. Alter, perfekt, perfekt, perfekt. Wie gut. Ja, Mann. So. Achso. Tipptopp. So smoke wie that. So kann das gehen. Wir machen direkt auf den Laden. Achso, Preise. Oh, verdammt. Preise, Preise, Preise. Stopp, kann ich zumachen? Preise. Das kostet 5. Nee, das kostet 6. Marktpreis ist, alles klar, 6. Das kostet Marktpreis, das kostet 5. Alles klar, das kostet Marktpreis auch 5. Immer ein bisschen über Marktpreis. Das kostet 4. Das kostet, machen wir auch 5. Aber es ist schon teuer. Egal. Und das kostet, soll ich noch 4 machen? Komm, ich mache nur 4. Alles klar. Und hier ist nur minimal über Marktpreis. Aber dann bin ich vielleicht den ganzen Sermon los. Das ist zu teuer für dich? Bist du dumm? Das ist 50 Cent über Marktpreis, du alter Knauser hier. Was ist denn mit dir? Hallo, schönen guten Tag. Ich habe auch Öl. So, dann professionell hier an die Kasse stellen. Siehst du? Perfekt, Dankeschön. Auf Karte, 12 Mark. Beste. Einmal Haferflocken oder was auch immer das war. 4 Mark. Kratsching. Läuft schon. 21 Ocken. Kann ich noch mehr kaufen? Nö. Also ja. Aber eigentlich nicht wirklich. Und außerdem kommen keine Kunden. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich lassen wir das erstmal so, wie es ist. Ja, moinsen. Ich habe auch Müsli. Siehste? Alter, es kostet einfach 6, das Müsli. Sie braucht Öl und Müsli. Perfekt. Für 11. Kratsching. Oh, neues Ziel. Kaufe eine Produktlizenz über deinen Computer. Anleitung, schalte Licht ein. Verdammt, habe ich Licht nicht eingeschaltet? Ist das, kommen da mehr Leute, wenn Licht an ist? Ah, das ist schlecht. Moinsen, Dankeschön. 40 zurück. Ich mache nur noch glatte Preise. Das ist bestes Leben. Ohne Scheiß. Bestes Leben. 4 zurück. Dankeschön. Alter, Wunderbärchen. Was soll ich mir da einen abtippen wie so ein Verrückten? Glatte Preise und gut ist. Aber dass das hier so, also es ist halt so ein bisschen Flaute noch zwischendurch, ne? Aber wie viel hier los ist auch. Eine richtige City. Ich muss auf jeden Fall mal rumrennen. Und das hier ist ein Lager oder was? Weiß ich gar nicht. Was soll man denn mit so einem Lager? Das ist auch klein und ipschig. Und so eine extra Tür. Ja gut, extra Tür. Und zweimal Puderzucker oder wie? Ah, ein ganz süßer, wa? Kosten 10er. Dankeschön.
Tja, Supermarkt Level 3, das steht oben. Da sind auch die XP, die so langsam reinballern. Ja, schönen guten Tag. Und ich brauche aber 200. Ich brauche 200 Flocken. Mahlzeit. Dankeschön. Zwei zurück. Außer rein. Das passt. Ich bin, glaube ich, ganz zufrieden. Also so von den Preisen. Also die kaufen sich so wie gerade auch. Ne? Ein oder zwei Sachen. Guck mal, die kauft direkt zwei Öl. Kratschigen. Danke. Ja, cool, ey. Auf Karte. Wir gucken mal genauer hin. 4. Auch nur ein Brot, ey. Die kaufen alle nur ein Brot. Bin ich zu teuer mit dem Brot? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kaufen einfach so wenig. Ist das möglich? Ich glaube, die kaufen einfach so wenig. Weil ich bin noch von den Preisen her absolut am Markt. Guck mal, das ist 4 Cent über Markt. Hier ein bisschen drüber. Wobei, die kaufen hier auch gerade. Alter, liegt das vielleicht wirklich an den Ne, er gönnt sich, siehst du, er gönnt sich hart. Siehst du? Er weiß einfach, wie man einkauft. Wenn, einmal und dann richtig. Oh, was ist hier passiert? Alter. Blendende Sonne. Oh mein Gott. Ja, moinsen. Eins Toast. Danke. Gerne auf Karte. Ich freue mich sehr. Piep, piep. Alter, das Game, ey. Das Game. Blüpp. Platziert, jawohl. Direkt weg damit. Und sie gönnt sich noch ein bisschen. Oh, ob sie auch Diebe gibt? Ich glaube noch nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Zweimal Zucker, jawohl. 40 zurück. Kratsching. Aber läuft. Oh. Ah. Aber bisher natürlich jetzt noch nicht so die ultimative Marge, ne? Das, was jetzt so hängen geblieben ist. Wir haben jetzt 136, das ist ungefähr das, was wir ausgegeben haben. Das ist jetzt noch nicht so der Burner. Vielleicht kommt das jetzt erst so zum Ende hin rein. Was sagt ihr denn? Gibt es eigentlich eine Uhrzeit? Sagt da oben ist die Uhrzeit. 7.31 Uhr. 7.30 Uhr. Mal geht die Zeit schneller, mal langsamer. Ist 7 Uhr Ende oder wann ist Ende? Hallo, kaufe ein. Kaufen. 8 Uhr ist Ende. Jetzt ist 8. Vielleicht ist es um 9. Vielleicht ist es von 9 bis 9. Ja, er gönnt sich nochmal richtig. Sauber. Perfekt. Danke dir. 15 Tacken. Ein Träumchen. Und da kommt noch jemand. Jawohl. 8.30 Uhr. Frühstücksflocken. Viele Frühstücksflocken. Perfekt für 12. Und noch jemand. Alter, der hat letztes Mal viel gekauft. Ah, er braucht nur ein bisschen Öl. Bestimmt zum Polieren. So, was hat er für einen Zehner? Schwing. 9 Uhr. Ich glaube, es ist 9 Uhr und es ist Ende, aber... Nudeln ist mir zu teuer. Bist du dumm oder was? Die Nudeln sind super billig. Was ist mit dir? 13 Mark. Ey, ey, ey. Schwing. Er konnte sich das Öl... Was war mit dem Öl nicht leisten? War kein Öl mehr da? Ah, es war kein Öl mehr da. Also eine negative Bewertung sozusagen. Okay, der Tag ist aber jetzt rum. Produkt nicht gefunden. Einmal, Pfanne Produkt zu teuer. Zwei. Ist also eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt ein Einkommen. Wir haben jetzt 214 Ocken. Nächster Tag. Das heißt aber, ich kann immer noch nicht, jetzt auch mit dem ersten Tag, ich kann ja jetzt immer noch nicht die Lizenz kaufen. Denn ich muss ja erstmal noch Ware haben. Zum Beispiel Öl. Zweimal Öl.
Einmal Schokoflocken. Ich glaube, es reicht ein Toast und einmal Mehl. So, wait. Wir haben zweimal Öl, einmal Schokoflocken. Einmal. Das reicht alles. Das sind jetzt 111. Gibt es gerade irgendwelche, habe ich irgendwo einen Top-Preis? Das sind nur 2 Cent über den Marktpreis. Das ist super billig. Hier bin ich ein bisschen mehr drüber. 4. 80 Cent drüber. Eigentlich sind die Nudeln der absolute Burner, das beste Produkt. 4 Cent drüber. 20. Ja, eigentlich reicht es so, ne? Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Kaufen. Ich habe gar nicht geguckt, was die Lieferung kostet. Muss ich nächstes Mal drauf achten. Hat jetzt 94. Ja, perfekt. Ich habe es aufgemacht und geworfen. Das ist ja noch besser. So. Ein Traum. So, dann machen wir da mal voll. Und das geht auch direkt. Und daneben ist ja auch noch Platz. Oh, hier waren auch noch welche. Ja, danke. Dann sind hier noch mehr Toastbrote. Ist das krass. Das werfen wir so in die Ecke. Dann sind hier noch mehr Nudeln. Oh, die sind aber erschreckend wenig gegangen. Das ist das Mehl. Oh, es sind nur 3 Mehl gegangen. Schön reingestapelt in der Ecke, sensationell. Das Öl. Und nochmal Öl. So. Und hier sind nochmal ein paar Schokoflocken. Hör mal, tip top. Das ist aber genau mein Ding, ey, ich sage dir. So, ab in die Tonne. Und ich würde sagen, aufmachen den Laden. Wir haben die Preise überall. Ja, und wenn irgendwie was leer ist, zack, zack, eben nachfüllen und gut ist. Könnten wir eigentlich die Regale verschieben? Oh ja. Oh, man kann die Regale auch verschieben. Ne? Naja, gut, macht ja Sinn. Regale verschieben, das Ding auch? Bestimmt auch. Aber wie soll ich es verschieben? Nee, ich lasse das erstmal so. Ist doch voll okay. Ist doch übersichtlich. Hallo, ich hab auf. Achso, ich muss Licht vielleicht anmachen. Ich hab auf. Toastbrot, Mehl, Öl und Nudeln. Lecker, lecker. Ich hab auch echt nicht viel anzubieten, ne? 91, Alter. Er kommt nur zum Wechseln hier rein. Das sind doch, ich bin doch in so einem Bankenviertel hier. Das sind doch alles irgendwelche Banker. Päckchen Mehl. Bisschen Öl. Oh, nicht schlecht. Er hat jedes Mal 2 Stück genommen. Bester Kunde bisher. Guck mal hier. Naja, 18. Schwing. Er gönnt sich ein bisschen Zucker. Jawohl. Und ein bisschen Öl. Zack. Ein zurück. Danke. Ja, so ist nice, ey. So ist doch nice. Tipptopp, ein zurück. Läuft. Next. 1 Toast. Das ist echt nicht viel, ey. Mädel, du musst auch ein bisschen mehr essen als nur ein Toast, ey. So, was haben wir jetzt hier drauf? Schokoflocken. Hat noch keiner gekauft. Weiß ich, baller die einfach hier rein, ey. Mehl.
Ich sage, ich habe doch Platz. Ich habe doch gerade den Platz dafür. Was ist denn hier überhaupt drin? So, fertig. Jo, komme. Gibt es da einen Zeit-Countdown irgendwie? Ja, klar. Schwing. So, alles vollgeballert. Alter, alle nur ein Teil. Ein Fläschchen Öl für 5 Mark. Wie bist du drauf? Siehst du, 2 Nudeln. Viel besser, für 8 Mark. Hoppala. 92 wieder. 92 zurück, jawohl. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ich kann ja, glaube ich, gerade noch nicht. Ui. Ja, so gehört sich das. Piep, 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 24 Mark. Ich kann ja, glaube ich, noch nicht einzelne Produkte aus dem Regal wieder rausholen. Was machen wir denn da? Da müssen die ja wirklich abverkauft werden erst. Oh, Alter, wer ist er? Ist er ein Verbrechertyp? Er läuft schon so rum. Klaut er jetzt Toast? Nö. Einfach nur ein Kunde. Klar. Schwing. Er braucht einfach Mehl. Auf Karte. Er trollt einfach nur. Alter, wie die laufen auch wieder. Bestes Game. Es gibt einfach in diesem Bereich so gute Games. Mann, 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 Mann. Da. Schön Mehl kaufen, ne? So, perfekt. Ich habe übrigens auch noch Toastbrot. Toast. 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 Er will Toast, okay. Ah, jawohl, moinsen. Danke. 9 Mark, jawohl. Schwing. Ja, gönnt euch. Gönnt 10er, jawohl. Bestens, also ohne Scheiß, das mit den glatten Preisen ist einfach der beste Move ever, ey. Da muss man ja schon eh genug klicken hier. Jeden Preis einzeln eintippen. Ja, die kommen gleich alle noch schön zu mir einkaufen hier. Ich stelle mich schon mal bereit. Ja, schönen guten Tag. Na, Toast kaufen? Toast? Ne, Mehl. Alter, er gönnt sich erstmal ein paar Haferflocken. Ja. Jawohl. Alter, die Sonne blendet aber hier. Das ist ja krass. Alter, ey, oh, guck mal, was er sich gönnt. Flupp. Perfekt. Und passend auch noch gegeben. Bester Kunde. Alter, das läuft aber hier gerade, ne? Und ich habe jetzt schon 271 Flocken zusammen. Das ist doch gut. Das würde jetzt bedeuten, ich habe bald genug Geld für die nächste Lizenz. Die kostet ja wiederum 200. Verwaltung, Lizenzen, 200. Und dann haben wir hier Wasserflaschen, Käse, schwarzer Kaffee, Eier, Milch und schwarzen Tee. Oh, hey. Und dann... Aber für Käse und so, da brauche ich da bestimmt eine Kühlung. Ich bleibe erstmal bei Trockenwaren. Und nicht bei frischen Artikeln. Ja, macht, glaube ich, Sinn. So, Kaffee und so noch mit rein. Oh, Kaffee ist, glaube ich, nicht schlecht. Kaffee und Tee. Das passt auch noch gut hier in die Regale. Ich hoffe, dass die gleich alle schön leer sind. Alter. 30. 84 zurück. Und kommt noch wer? Theoretisch wäre noch Zeit für jemanden. Hallo? Alter, wie spooky. Slenderman. Und die Vögel zwitschern immer noch. Koko. Die nächtliche Dosis Öl. Wer braucht sie nicht? Klar.
So, das war's. Wir haben 9 Uhr. Und Abschluss. Ein Kunde fand die Produkte zu teuer. Kannst aber auch nichts machen. So einen hast du immer. Wir haben ein Guthaben von 300 noch was. Nächster Tag. Wait. Da stand irgendwas. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Werde ich mir gleich im Schnitt nochmal angucken. Dann weiß ich es fürs nächste Mal. Wir haben jetzt... Ich kann das hier nicht ab... Ich kann das jetzt hier nicht rausnehmen. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Und was ist hier mit Rechnungen? Aha. Miete, bezahlen. Bezahlen. So, kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen. Lizenzen kosten 200, dann habe ich nur noch 65. Kaufe ich trotzdem jetzt. Lizenz gekauft, Wasserflaschen, Käse, schwarzer Kaffee und so weiter. So, zurück. Nee. Rein, weg X'en. Markt. Yes! Guck mal hier. Kühlschrank steht sogar dran. Kühlschrank, Kühlschrank, Regal, Regal, Kühlschrank, Regal, Regal. Und hier ist der Preis nach oben gegangen. Oh! Oh, das war bestimmt die Meldung. Die Preise sind nach oben gegangen. So, jetzt muss ich erstmal aufpassen. Erstmal nochmal überlegen. Wir haben Mehl. Kaufe ich noch Mehl? Toastbrot kaufe ich nicht. Nudeln nicht, Öl nicht. Zucker nicht. Schokoflocken auf gar keinen Fall, Alter. Ich kaufe jetzt noch zwei Sachen, und zwar Kaffee und Tee. Das ist beides hier. Einmal, oh, das kostet 55. Und ich bin komplett pleite sofort. Und kostet 112 mit Lieferung, habe ich nicht so viel. Nee, wait, ich habe insgesamt nicht so viel. Alter, okay, wir kaufen nur Kaffee. Uff. Jetzt habe ich noch 7 Mark. So ein Ding ist das. Wir machen den Laden mal auf. Nee, ich mache erstmal hier, ich räume das erstmal ein. Hier Kaffee, Frühstücks und so Sachen. Cool. Cooles Packaging. Sieht doch nett aus. Und da müssen wir jetzt gucken. Marktpreis 10 noch was. 10,48. Wir machen da draus 12. Durchschnittskosten. Profit ein 5er pro Paket. Alles klar. So, jetzt hier nochmal eben gucken. Das ist soweit okay. Mehl 4. Ich bin auf 4. Marktpreis ist 4,46. Wir gehen hoch auf 5. Klarer Fall. Was ist mit dem Zucchero? Wir gehen hoch auf 6. Immer knapp über Marktpreis. 5. Wir gehen hoch auf 6. Öl passt. Nudels passt. Okay, damit haben wir das erledigt und wir machen den Laden auf. Komm, eine Runde machen wir noch. Einen ganzen Tag kriegen wir doch noch hin, oder? Eieiei, das wird ja wieder ein langes Video, ey. Das wird ja wieder ein langes Video. Aber solange du einen Daumen da gelassen hast, Kanal abonniert hast, alles tutti. Da mache ich auch noch ein weiteres Video zu. Gar kein Problem. Guck mal da, schönen guten Morgen, Mahlzeit. Wir haben jetzt auch Kaffee, Kaffee schwarz. Jawohl, gönn dir. Alter, er gönnt sich richtig. Moinsen, was geht ab? Ist das Mehl zu billig, Meister? 22 Mark oder was? Schwing! Ich werde bald geplündert. Wait a minute, ist das Mehl zu billig? Ich habe nicht mehr viel. Oh, oder ich kauf's nach. Ich kauf's gleich nach. Danke. 45 Tacken. Ich glaube, ich brauche Mehl.
1, 2 Mehl. Toastbrot reicht noch. Vielleicht das süße Ding noch einmal. Doch, oder? Sie kauft schon wieder Mehl. Nudeln ist zu teuer. Und er kauft wieder Mehl. Okay, ich kaufe dreimal Mehl. Hat sie nicht zwei Mehl gehabt? Schwarzer Tee konnte ich nicht finden. Ja, war ja auch noch gar nicht da. Das ist aber Trollolol. Schwarzer Tee? Nur weil ich jetzt die Käse konnte ich nicht finden. Alter, jetzt machen sie mich fertig. Ist aber schnell, Alter. Piep, piep. Jetzt aber schnell. Ich Käse nicht finden. Toll, man kauft die Lizenz. Dann ist man Lizenzhändler dafür. Okay, das macht man anders nächstes Mal. Käse nicht finden. Sie wollen alle Käse. Hast du mir Käse? Sie wollen alle Käse. Das müssen wir nächstes Mal anders machen. Denn... Ja, dann muss er mehr Geld haben. Also bevor die nächste Lizenz reinkommt, muss man ausreichend Cash haben, um alle Artikel plus passende Regale dafür vorher zu kaufen. Das ist ja der Oberhammer. Er kauft sich erstmal Kaffee. Bester Kunde. 42, bester Bon bisher. Er war auch komplett glücklich. Er kauft sich Toast ohne Ende. Sie gönnt sich Nudeln. Tipptopp. Für 8 Mark, jawohl. Schwing, 2 Toast. House of Ryan, er gönnt sich auch erstmal alles. Sensationell. Cool, macht aber schon Bock. Macht schon Bock, es ist so super simpel. Aber irgendwie macht es Bock. Er gönnt sich 2 Kaffee. Cool. Ich glaube, ich brauche wieder Kaffee. Ich habe schon 178 Flocken. Regal ist bald leer, vielleicht kriege ich sogar noch einen Tee gekauft. Ich kaufe einen Tee. Kostet 2 die Lieferung. Okay, ist gar nichts. Lieferung ist ja gar nichts. Das ist Tee. Oh. Oh, so coole Boxen. Schick. Und ich habe wieder kein Licht an. Mahlzeit, wir haben offen. Ab in die Ecke. Ja, moin. Er gönnt sich erstmal direkt 2 Tee. Geil. 50 Cent zurück. 50 Cent? Wo kommt dieser Preis her? Verdammt. 6 Mark. Kein Wunder, dass er sich Tee gegönnt hat. Er kauft, normalerweise trinkt er nie Tee. Aber der war so billig. Danke. Wasserflasche fehlt ihnen. Oh, verdammt. 18. Wasserflasche. Alter, ist Sommer oder was? Jetzt wollen sie alle Wasserflaschen. Wasserflaschen. Alle tatsächlich. Keine Wasserflaschen. Oh, okay. Man braucht einen Kühlschrank. Für Wasserflaschen. Hier, Kühlschrank, 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 Kühlschrank. 1, 2, 3, 4. Aber ohne Scheiß, es macht wirklich schon Bock. Es ist ja wirklich so simpel. Aber es macht schon Bock. Ist doch der Hammer. Ist doch wirklich der Hammer. Komm mal, Kategorie. Ah, okay, Fridge, Freezer. Kann man alles einstellen? Oi, sorry. Kaffee und Nudeln. Schönen guten Tag. Kaffee und Nudeln. Danke. 1 Tee. Danke. Aus der Rhein. Läuft, ey. Wir haben jetzt schon wieder fast 190 Tacken. Ein Päckchen Zucker. Ein Päckchen Zucker. Schwing, 2 Päckchen Öl. Sie war noch gestern schon da.
So, das sind die besten Verkäufer, ne? Einfach, die einen anquatschen. Na, schon wieder da? Oh, jetzt geht das Mehl aber gar nicht mehr. Was ist mit dem Mehl los? Der Preis ist doch voll okay. Jetzt kaufen sie auf einmal alle nur noch Kaffee und so Sachen. Oi. 75, 76, danke. Next, Moinsen. So, erstmal ein Käffchen, Toastbrot, paar Nudels, jawohl. Zwei Flaschen Öl, gönn dir. Alter, sie gönnt sich richtig. Ja, hallo. Beste Kundin oder was? Schwing. Na geht, 38 Tacken. So, er jetzt hier. Müsli, Kaffee, Tee. Oh ne, das ist Zucker. Oh, du bist aber ein ganz süßen, wa? 24 und 1 zurück. Danke. Oh, Eierpack fehlte ihm. Und mir... Oh, ich habe bald kein Öl mehr. Was sagt die Uhrzeit? 9 Uhr, letzter Kunde. Tipptopp, hat genau gereicht. Zack, zack. Kratsching. Aufkarte. 9 Mark. Abschluss. Oh nee, noch eine Kundin. Sie braucht noch schnell 2 Flaschen Öl. Zwei Toast. 1 Kaffee. Frühstück gerettet. Dankeschön. Abfahrt. Oh, und die Eier fehlten. Bio-Eier übrigens. 8er Pack Bio-Eier. Das war der letzte Tag. Ist es denn der Hammer? Ist es der Hammer, ey? Zack. Und nicht mehr Mehl verkauft. Das ist ein Dingen. Naja, noch brauche ich kein Lager. Noch passt alles hier rein. Tür zu? Nö, brauchen wir nicht. Jo, Tag abgeschlossen. Und ich würde sagen, cooles Game. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, Kommentar reinschreiben, Alden, hau mal rein in den Stream oder sowas. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video oder halt im Livestream.